Hallo, wir freuen uns, dass Sie sich angemeldet haben für die MSE Unternehmen Digital 2020. Und wir wollen jetzt einmal ganz kurz zeigen, wie man in unserem Messeportal einen Messestand als Aussteller einrichten kann. Sie haben alle Zugangsdaten per Mail bekommen. Wenn nicht, bitte noch einmal bei uns melden, dann fehlen die wahrscheinlich noch. Und daran ist auch der Link zum Administrationsportal für unser Messeportal. Darauf klicken Sie einfach oder geben Sie direkt in den Browser ein und dann kommen Sie auf die Anmeldemaske. Dort geben Sie die Zugangsdaten ein, die wir Ihnen geschickt haben, das ist also Ihre E-Mail-Adresse. Und das Passwort. Und dann können Sie sich anmelden. Sobald Sie als Aussteller im Backend eingeloggt sind, das dauert je nach Netzwerkverbindung manchmal ein bisschen länger, genau, sobald Sie eingeloggt sind, sehen Sie zuerst die Startseite der Dokumentation. Hier können Sie also in dem Bereich für Aussteller ausführlich nochmal nachlesen, was ich hier erkläre. Die Formate für Grafiken sind hier erklärt. Ein Kurzüberblick, wie der Messestand aufgebaut ist. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Alles, was ich jetzt in Kurzform erkläre, nochmal zum ausführlichen Nachlesen. Und auch alle erweiterten Möglichkeiten, diesen Stand noch zu nutzen, auf die wir in diesem kurzen Video jetzt nicht eingehen, was wir aber bei Gelegenheit noch ergänzen. Auf der linken Seite haben Sie vier Menüeinträge, von denen nur drei erstmal unmittelbar wichtig sind. Der vierte, Konferenzen, ist nur für Spezialfälle relevant. Auf den gehen wir jetzt auch nicht weiter ein. Unter Profil haben wir die Daten für Sie schon vorausgefüllt. Da müssen Sie bloß noch gucken, ob das alles so stimmt oder wenn sich was ändert, das gegebenenfalls ändern. Also E-Mail-Adresse, Anrede, Name, Unternehmensname, Position, die Sprache, die verwendet werden soll, wird wahrscheinlich in den meisten Fällen Deutsch sein. Und das Passwort hier unten, haben Sie die Gelegenheit, das Passwort zu ändern. Unter Stände finden Sie alle Stände, für die Sie zuständig sind. Das wird bei den meisten Ausstellerinnen nur einer sein. Und unter Medien sind alle Medien, die für diesen Stand oder für Ihre Stände hinterlegt sind. Der empfohlene Workflow oder die empfohlene Vorgehensweise ist jetzt, dass man zuerst alle Medien sich zusammenstellt und dann erst den Stand bearbeitet, weil man natürlich gleich beim Bearbeiten des Standes aufgefordert wird, bestimmte Medien auch einzubinden. Wir klicken also zuerst auf Medien und haben dann entweder hier eine Liste von Medien, jetzt ist hier noch nichts hochgeladen, deswegen klicken wir auf Medium erstellen. Falls Sie mehrere Stände haben, können Sie hier nochmal auswählen, für welchen Stand dieses Medium gedacht ist. Und hier müssen Sie auswählen, welche Art von Medium, von Dokument, von Datei Sie jetzt hochladen möchten. Es gibt fünf verschiedene Arten von Dokumenten. Die ersten beiden sind Pflicht, nämlich das Hintergrundbild oder die Hintergrundgrafik. Das ist die Grafik, die festlegt, wie Ihr Stand aussieht, also die visuelle Repräsentation Ihres Messestandes und Ihr Logo, das sollte klar sein. Wir empfehlen hier, das breite Format zu wählen, denn das ist das, was das Messeportal auch anbietet und was es auch darstellen kann. Mit dem schmaleren Format ist es sozusagen so aus Kompatibilitätsgründen noch vorhanden. Der dritte Punkt sind Bilder, die Sie in der Galerie verwenden wollen. Der Punkt Referentenbild ist erstmal nicht relevant. Video, da ist die Empfehlung, das möglichst als Link in einem Streaming-Portal einzubinden, weil es einfach natürlich schneller zu laden geht. Aber wenn Sie das Video nicht bei YouTube oder Vimeo hochgeladen haben, dann können Sie auch hier direkt ein Video einbinden. Und Dokument, das ist alles, was eben in Dateiform da ist. Hier werden nur PDF-Dokumente akzeptiert. Falls Sie ein Dokument haben, was Sie unbedingt ausstellen wollen, was nicht im PDF-Format vorliegt, gibt es für fast alle Dateiformate Konversionsprogramme oder Portale, die auch kostenlos nutzbar sind. Wenn Sie da keins haben oder keins finden, fragen Sie mich einfach, dann kann ich auch gegebenenfalls eine Empfehlung noch aussprechen. Wir fangen jetzt mit dem Logo an. Und wenn wir uns nochmal angucken, was für Format hier vorgeschlagen wird, 350 Pixel breit, maximal 200 Pixel hoch, dann passt hier aus unserer Logo-Auswahl das mit 444 Pixel am besten. Deswegen nehmen wir das erstmal als Basis jetzt.
das lässt sich natürlich später immer noch beliebig ändern. In dem Fall haben wir keine Vorschaudatei, weil wir kein Video haben, sondern ein Bild. Dem geben wir einen Namen. Ich nenne jetzt hier alles Test, damit ich mich nicht durcheinander bringe mit anderen Dokumenten, die ich dann nachher für den echten Stand verwende. Hier kann man eine Beschreibung eingeben. Die Sprache ist Deutsch. Das soll auch sofort live anzeigbar sein und dann natürlich auch speichern. Hier sieht man jetzt schon, es ist eine Datei hinterlegt mit dem Namen, gehört zu dem Stand. Hier ist eine kleine Vorschau. Gut, und jetzt können wir gleich weitermachen. Als zweites erstellen wir jetzt die Hintergrundgrafik. Dazu gehen wir wieder auf Datei auswählen. Das ist sowieso der erste Eintrag hier, das ist schon vorausgewählt, Hintergrundgrafik. Und wählen unsere Hintergrundgrafik aus, die schon vorbereitet sein muss. Wie wir genau die Hintergrundgrafik gestalten, das machen wir in einem separaten Tutorial. Das ist nochmal ein Thema für sich, dann ist aber eine rein grafische Aufgabe und hat nichts mit dem Messesystem an sich zu tun. Wir haben dafür Vorlagen. Das ist jetzt hier einfach mal eine unausgefüllte von diesen Vorlagen. Als Beispiel hier, Sie können aber auch eben eine angepasste Vorlage als Hintergrundgrafik verwenden oder auch irgendwas anderes. Also wenn Sie jetzt keinen Grafiker im Haus haben oder keine Grafikagentur zur Hand, dann können Sie auch einfach zum Beispiel ein Foto nehmen, ein Foto Ihrer Ladentheke, ein Foto Ihres Betriebsgeländes. Das Wichtige ist nur, dass dieses Format 3000 Pixel mal 1136 Pixel erreicht wird, damit der Stand am Ende schön dargestellt wird. Die Hintergrundgrafik hat keine technische Funktion, die für die Messe erforderlich ist, sondern nur eine optische. Sie dient einmal dem Look and Feel einer Messe, dass wir also uns ein bisschen Messegefühl auch in die digitale Messe haben und zum anderen eben als visuelle Stütze für die Positionierung der Inhalte, die Sie auf der Messe ausstellen wollen. Ich habe jetzt hier eine Dummy-Grafik ausgewählt. Muss wieder einen Namen vergeben, eine Beschreibung. Stelle sie auf Live und speichere. Das sind die Pflichtinhalte, die ich brauche, um den Messestand überhaupt einrichten zu können. Alles andere ist optional, aber natürlich trotzdem nicht weniger relevant, denn das sind ja Ihre Ausstellungsstücke, die Sie ausstellen wollen. Als nächstes müssen wir jetzt noch die Inhalte hinterlegen, die am Stand ausgestellt werden sollen. Wir fangen einfach mal mit Bildern an. Ich habe noch zwei Bilder ausgewählt zum Reinladen. Dabei ist wichtig, dass diese maximalen Größen, die hier angegeben sind, dass die auch eingehalten werden. Sonst meckert das Messesystem. Ich zeige das einmal kurz. Ich nehme jetzt mal dieses Bild vom Existenzgründungszentrum. Und speichere das. Dann kommt ein Gemecker, dass ich die Bildgröße überprüfen soll. Deswegen habe ich schon mal vorbereitet, das Ganze in klein geschnitten auf das passende Format. Und tatsächlich, jetzt kann ich es auch speichern. Das machen wir schnell mal für das zweite Bild. Galeriebild. Hier nehme ich jetzt gleich das zurechtgeschnittene. Und speichere das auch schnell. So, ein Video habe ich nicht zum Hochladen, denn das Video, was ich einbinden will gleich, das ist bei YouTube schon gespeichert. Aber wir können auch Dokumente mit dazufügen. Ich nehme jetzt mal hier ein Standard-Exposé zum Ausstellen. Und als zweites Beispiel, wenn es fertig geladen hat. Als zweites Beispiel, wenn es fertig geladen hat. Hier sieht man live die Probleme bei der Digitalisierung, die noch zu lösen sind.
endlich. Als zweites Beispiel für ein Dokument. Halt, ich habe vergessen, den Typ zu ändern. Nehme ich jetzt noch einmal eine Stellenausschreibung, die wir gerade veröffentlichen wollen. So, das sind jetzt Beispiele, was ich jetzt ausstellen möchte an dem Beispielstand. Das kann bei Ihnen ganz anders aussehen, kann viel umfangreicher sein. Und jetzt geht es darum, diese Ausstellungsstücke an Ihren Stand einzubinden. Dazu klicken Sie auf den Menüpunkt Stände und auf Ihren Stand, hier auf diesem Bleistift, der das Bearbeitungssymbol sozusagen darstellt. Und dann kommen Sie auf eine Vorschau Ihres Standes. Das ist der Standardhintergrund, der sozusagen vom System her eingebunden ist. Wir gehen jetzt erstmal der Reihe nach hier oben diese Reiter durch. Die ersten Daten sind hier schon voreingestellt. Das habe ich in dem Moment gemacht, wo ich den Stand angelegt habe. Also ich als Veranstalter. Ich habe einen Namen für den Stand schon gegeben. Ich habe ein Impressum hinterlegt. Das ist ein Pflichtfeld, deswegen muss ich eins eintragen. Habe ich jetzt einfach mal unseres genommen. Ich kann unter Umständen eine Kurz-URL hier eintragen. Das hat die Bedeutung, dass dann der Stand vielleicht leichter für Besucher aufrufbar ist. Das ist in unserem Fall nicht so relevant, weil ja alle Besucher angemeldet sind. Es gibt ja auch Messen, wo die Besucher sich nicht anmelden müssen. Die könnten dann sozusagen im Marketing direkt auf diesen Stand gelotst werden. Bei uns müssen ja alle angemeldet sein. Das heißt, sie werden im Zweifelsfall über die Startseite auf die Messe gehen, weil sie ja eine Erinnerung bekommen, die Messe geht los und dann eben aufgefordert werden, die Startseite aufzusuchen. Aber gerade wenn Sie schon wissen, dass bestimmte Gäste zum Beispiel, die Sie selber eingeladen haben, bei der Messe dabei sein werden, können Sie Ihnen auch diese Kurz-URL zur Verfügung stellen, um dann direkt den Stand aufzurufen. Hier muss dann das Logo eingebunden werden. Das wäre in dem Fall das Logo, was wir vorher hochgeladen haben. Hier können Sie Ihren Stand beschreiben. Das sind, sind Beschreibungen, die in der Liste der Aussteller auftauchen. Das heißt, es empfiehlt sich auch, die zu nehmen. Die können auch beide identisch sein hier. Das ist die Darstellung für Mobilbenutzer. Das ist die Darstellung, die in der Ausstellerliste aufgeführt wird. Und die ist auch relevant für die Suche. Also wenn Sie sozusagen wollen, dass Ihr Stand gefunden wird, dann sollten Sie einen kurzen, knackigen Text, der auch die Keywords, unter denen Sie gefunden werden wollen, enthält. Hier unten kann ein Chat eingebunden werden. Das gucken wir uns im separaten Tutorial nochmal an, weil das ein bisschen umfangreicher ist, das Thema. Nicht kompliziert, aber ein bisschen umfangreicher. Achso, genau, ganz hier unten können Sie noch einstellen, ob Ihr Stand öffentlich sein soll. Das heißt, wenn Sie gerade was ganz Gravierendes, Falsches festgestellt haben, sollten Sie den Stand vielleicht kurz nicht öffentlich machen. Das wird sowieso erst relevant, wenn die Messe dann losgeht, ab dem 5. November, wenn die Ausstellung geöffnet ist. Vorher ist sowieso nichts öffentlich. Aber wenn danach eben irgendwas passiert, wo Sie dann mal schnell wollen, dass der Stand kurz nicht zu sehen ist, können Sie dann hier einfach depublizieren und dann wieder später anschalten. Die Einstellung Bühne sorgt dafür, dass die Navigationselemente verschwinden. Das ist nur für Spezialfälle relevant, für die meisten Aussteller sicherlich nicht. So, nach diesen Kerninformationen, die hier eingegeben wurden, ich mache jetzt mal symbolisch nochmal irgendwie hier irgendwas rein. Einfach Keywords, jetzt in diesem Testfall, das sollte ein richtiger Text sein, um nachher mal prüfen zu können, was wir auch wirklich finden damit. Dann klicken wir wieder auf den Stand, suchen uns hier unsere Hintergrundgrafik raus, das ist hier unten Hintergrundtest. Und dann müssen wir, glaube ich, einmal zwischendurch speichern, damit es auch wieder neu geladen wird und angezeigt wird. Genau, jetzt wird es hier angezeigt. Und um dann Informationen, die wir ausstellen wollen, zu platzieren auf diesem Stand, klicken wir unten auf Neues Widget anlegen. Ein Widget ist ein Klickpunkt, den wir auf dem Stand platzieren können. Was vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen ist, diese Ansicht hier ist nicht 3000 x 1136 Pixel breit, sondern deutlich weniger breitbildig. Das liegt daran, dass der Bereich, in dem Punkte platziert werden können, auf diese Ansicht beschränkt ist. Das heißt, die Grafik ist eigentlich auch an beiden Seiten breiter, aber der Bereich, um Punkte zu platzieren, ist nur auf diesem Bereich begrenzt. Das hängt damit zusammen, dass auf kleinen Bildschirmen am Rand etwas abgeschnitten wird von der Grafik und man natürlich sicherstellen will,
dass da nichts Klickbares verschwindet. Und außerdem werden nachher für die Navigation links und rechts noch Vor- und Zurück-Buttons übergeblendet. Und auch die sollen ja nicht mit klickbaren Punkten sich vermischen. Wir klicken jetzt auf Neues Widget anlegen. Und dann müssen wir uns erstmal auswählen, welchen Typ von Widget wir haben wollen. Das ist eine etwas längere Liste, die vielleicht im ersten Augenblick verwirrend sein kann, aber es sind eigentlich nur wenige Typen, die wirklich relevant sind. Die gehe ich mal ganz schnell durch. Candidature ist eine Vorlage für Bewerbungen. Download ist eine Vorlage für Dokumente, die man runterladen kann. Galerie für Fotos, also für Bilder, zum Beispiel von Referenzen. Infobox ist die eierlegende Wollmilchsau. Das ist eine Box, die übergeblendet wird, in der Textinformationen, Dokumente, Bilder und Videos enthalten sein können. Link ist die Allzweckwaffe für Themen, die nicht als Widget direkt eingebunden werden können. Also wenn Sie zum Beispiel auf Ihrer eigenen Webseite ein Gewinnspiel für die Messebesucher haben. Wenn Sie als Maschinenbauer zum Beispiel betretbare 3D-Modelle Ihrer Maschinen auf der eigenen Webseite eingebunden haben. Das sind alles Sachen, die auf dieser Plattform nicht funktionieren direkt. Die können Sie aber als Link einbinden. Link Internal ist für interne Links gedacht, also zu anderen Ständen zum Beispiel, wenn Sie jetzt Partnerunternehmen haben oder wenn Sie als Teil des Netzwerkes ausstellen und auf das Netzwerk verweisen wollen. Dafür ist dieser interne Link gedacht. Local Video, damit werden die Videos, die wir vorher hochgeladen haben, eingebunden. Vimeo Video und YouTube Video ist wahrscheinlich selbsterklärend. Das sind eben die Videos, die bei den entsprechenden Hostern gehostet sind. Wir wollen jetzt als erstes einmal ein YouTube Video einbinden. Dazu muss ich hier noch einmal kurz einen Tooltip eingeben. Tooltip ist das, was angezeigt wird, wenn ich mit der Maus über den Link mich bewege. Also sozusagen die Erläuterung, was denn passiert, wenn ich auf diesen Link klicke. Hier kann ich noch auswählen, ob das Video auf dem Desktop und oder dem Handy oder beides angezeigt wird. Und dann muss ich hier eine YouTube-Video-ID eingeben. Wie komme ich daran? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich wechsle für diesen Zweck mal schnell zu YouTube. Da ist unser eines Video, was ich einbinden möchte. Ich klicke kurz auf die Wiedergabe, um an das Teilmenü ranzukommen. Dann klicke ich hier auf Teilen. Und dann wird ein Link angezeigt. Und alles, was hinter dem YouTube steht, das ist meine YouTube-Video-ID. Die kopiere ich mir raus. Ich muss den ganzen Link kopieren, anders geht das gar nicht bei YouTube. Dann kann ich hier schon wieder zumachen. Und dann kommt hier die YouTube-ID raus, aber nur der ID-Teil, nicht das, was davor steht. Dann gebe ich hier noch einen Titel dazu ein, das ist in dem Fall der zu dem Video gehört, und kann dann eine schöne Beschreibung machen. So, schon ist mein Widget gespeichert und jetzt sehen Sie hier als Neues, dass in der Mitte so ein pulsierender, dunkelgrauer Punkt entstanden ist. Wenn ich darauf jetzt klicke, dann ist das Widget. Also dann führt mich dieser Klick zu diesem YouTube-Video. Das sieht man hier unten in der Liste auch. Hier ist ein neues Widget eingetragen mit einer ID, den X- und Y-Koordinaten, dem Tooltip, den ich eingetragen habe, dem Widget-Typ und der Position. Die Position ist nachher relevant für die Listenansicht, das erkläre ich gleich noch. So, das Video soll natürlich jetzt nicht da unten in der Mitte sein, sondern das sollte zum Beispiel in diesem konkreten Fall auf dem Bildschirm liegen. Also wenn ich auf den Bildschirm klicke, kommt das Video. Also schiebe ich das Widget einfach mit der Maus in die Mitte vom Bildschirm. So, das ist jetzt per Mausplatzierung recht mittig. Wer es genauer, ganz genau haben will, der kann eben mit den Koordinaten hier das noch präziser positionieren. Ich mache es mal 2 Pixel weiter hoch. Damit es noch ein bisschen zentraler aussieht, ist es noch ein bisschen besser als vorher. Das ist dann Feintuning, das können Sie so genau machen, wie Sie wollen oder wie Sie meinen, dass es nötig ist. Das ist für die Funktion ja nicht relevant, ob es jetzt ein Pixel weiter oben oder weiter unten ist. Sieht natürlich nur schöner aus. Jetzt würde ich gerne einmal zeigen, wie das funktioniert. Deswegen speichere ich mal schnell und klicke hier oben auf dieses Viereck mit dem Pfeil nach draußen. Das ist nämlich die Vorschau für diesen Stand, also die Demo-Version dieses Standes. Ich muss hier einmal noch die Cookies akzeptieren, damit auch YouTube überhaupt angezeigt werden kann.
Und jetzt sehen Sie, dass hier eben der Stand genauso, wie wir ihn gestaltet haben, im Backend zu sehen ist, mit diesem klickbaren Punkt. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann öffnet sich das Video nicht hier in diesem kleinen Bildschirmchen, was natürlich für die virtuellen Besucher nicht so gut anzusehen wäre, sondern natürlich als Overlay im Vollformat. Dann kann ich hier draufklicken und das Video geht los. Nur einmal kurz zu demonstrieren, es geht tatsächlich los. So, das reicht auch schon wieder. Und dann kann ich das Overlay wieder zumachen. Wenn wir jetzt schon einmal in dieser Ansicht sind, dann kann ich einmal kurz zeigen, hier ist der Navigationslink oder der Navigationsknopf, um zurückzukommen. In dem Fall sind wir jetzt gerade am letzten Stand der Liste, deswegen gibt es in diese Richtung keinen. Und wenn ich hier nach unten scrolle, dann kommen alle Informationen, die ich auf dem Stand habe und schön platziert habe, hier nochmal in Listenform. Dafür war diese Position in der anderen Ansicht wichtig, hier diese Position. Da gebe ich sozusagen mit aufsteigenden Zahlen die Reihenfolge an, in der die Informationen in der Listenansicht gezeigt werden sollen. Und die Listenansicht ist deswegen besonders wichtig, also aus zwei Gründen eigentlich. Zum einen sorgt sie dafür, dass die Messe barriereärmer wird. Also wenn jetzt jemand die Messe über einen Screenreader zum Beispiel sich anguckt, jemand, der sehr eingeschränkt ist, dann gibt es trotzdem eine Liste mit Links. In diesem Fall wird es natürlich kein Video unbedingt sich angucken wollen vielleicht, aber auch der Ton des Videos ist ja vielleicht relevant. Also kommen hier unten alle Inhalte noch einmal. Sie sehen auch hier das Logo, wie es eingebunden ist. Dafür war das Logo gedacht. Und hier sieht man den Titel des Standes und die Beschreibung, die wir dazu verfasst haben. Also da sehen Sie auch, wo das hinkommt, was Sie da hinterlegt haben. Und der zweite Grund, warum diese Liste hier unten wichtig ist, das ist die mobile Ansicht. Dazu simuliere ich einmal kurz ein Mobilgerät, indem ich die Chrome Entwickler Tools starte. Jetzt sehen Sie, dass das Bild viel zu klein wäre, um hier noch irgendwas gezielt klicken zu können. Und deswegen werden sozusagen in der mobilen Ansicht die Klickpunkte ausgeblendet. Sie sehen ja auch schön, wie der Stand an der Seite beschnitten ist, dass nicht mehr die ganze Breite da ist. Und hier unten drunter tauchen eben alle Inhalte trotzdem auf. So, zurück zur normalen Ansicht. Das können wir erstmal wieder zumachen und jetzt bearbeiten wir weiter unseren Stand. Wir wollen ja noch ein paar Inhalte platzieren. Als nächstes könnten wir zum Beispiel das Galerie-Widget mal ausprobieren. Wir haben jetzt die beiden Bilder, die wir haben, schon mit eingebunden. Wunderbar. Die ziehen wir hier rüber in die Galerie. Dann sind sie beide da. Noch eine schöne Beschreibung dazu. Und fertig. Und die schieben wir jetzt mal als Beispiel hier auf das eine Roll ab. Das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Thema visuelle Stütze. Natürlich sieht es schöner aus, wenn hier in diesem Videorahmen, in diesem Bildschirm zum Beispiel ein Vorschaubild des Videos zu sehen ist. Natürlich ist das Roll-Up dann in dem Fall zum Beispiel mit Bildern auch zu gestalten, sodass man, wenn man hier raufklickt, damit rechnet, dass jetzt Bilder kommen. Das ist keine Pflicht, aber es natürlich sieht einfach schöner aus. Wenn Sie jetzt keinen Stand haben, keinen Stand gestalten wollen, können Sie natürlich diese Punkte auch einfach auf einem Foto oder auf einem beliebigen freien Bild verteilen. Es ist eben nur eine optische Stütze und keine technische Notwendigkeit, dass die Widgets irgendwo angebunden werden müssen. Jetzt mache ich zum Zeigen einmal noch das Widget Infobox. Das ist eben ein bisschen ausführlicher. Hier habe ich sozusagen die Möglichkeit, ausführlicheren Text zu hinterlegen. Und hier unten kann ich die Medien, die ich eingebunden habe, rüberziehen. Ich mache jetzt mal die Bilder als Galerie wieder. Nach Vorführeffekt. Das geht. Die Bilder müssen noch aufgehen. Gucke ich mir gleich nochmal an, woran es gelegen haben könnte. Ich speichere erstmal zwischendurch. Infobox, die legen wir uns jetzt mal auf das andere Roll ab. Einfach nur, um zu zeigen, dass es geht. Speichern zwischendurch einmal und gucken, ob das auch ordentlich aussieht.
in der Vorschau. Hier ist zwischendurch ein Widget, das mit den Bildern hat die Änderung nicht gespeichert. Das ändern wir gleich nochmal. Das schieben wir darüber. Ich habe wahrscheinlich vergessen, auf Speichern zu klicken. Es empfiehlt sich zwischendurch immer mal wieder zu speichern. So. Jetzt nochmal neu geladen. Hier ist das Video, hier sind unsere Bilder. In einer schönen Galerieform. Und hier ist jetzt die Infobox. Hier ist die Beschreibung, die ich vorhin in dem Freitextfeld eingegeben habe. Unter Dokumente ist jetzt das Standard-Exposé hinterlegt mit der Beschreibung, die ich habe, und ich kann das runterladen. Das dauert jetzt einen kleinen Moment mit 17 MB bei der Landeverbindung, ist aber auch zum Zeigen ja nicht relevant. Ich breche es gleich wieder ab. So, jetzt muss ich einmal noch gucken, woran es mit den Bildern gelegen hat, dass das nicht ging. Das Widget-Infobox bearbeiten. Vielleicht lag es an dem nicht gespeichert haben vorher. So, ich speichere noch einmal. Also speichern zurück. Und jetzt gucken wir uns das nochmal an. Die Infobox ist jetzt ein bisschen länger geworden. Es gibt jetzt einen extra Punkt Galerie. Und da sind die beiden Bilder auch nochmal hinterlegt. Das ist, was ich damit meinte, dass die Infobox die eierlegende Wollmilchsau ist. Rein theoretisch brauchen sie nur ein Widget, nämlich die Infobox, und können alle Informationen dahinterlegen. Natürlich ist es dann nicht so zielgruppengerecht vielleicht aufbereitet und auch nicht so schön, sich auf dem Stand hin und her zu bewegen mit der Maus und vielleicht mal hier und mal dahin zu klicken. Aber wenn Sie es ganz kompakt und schnell haben wollen, dann nehmen Sie eine Infobox und packen alles da rein, was Sie sich an Ihrem Stand wünschen. Eine Sache will ich noch ausprobieren, nämlich das Thema Bewerbung. Da gehen wir auf Candidature. Da habe ich ja die Möglichkeit, noch eine E-Mail-Adresse einzugeben. Ich mache jetzt eine Fantasie-E-Mail-Adresse, da klicke ich dann nachher nicht drauf. Da ist es endlich nicht ab. Das ist sozusagen eine Bewerbungs-Inbox. Dann kann ich hier meine Beschreibung hinterlegen. Und schreibe einfach was rein. Und dann habe ich hier noch die Möglichkeit, noch ein extra Feld mit anzugeben, sodass derjenige, der meine mein Bewerbungsformular sozusagen benutzt und darauf antwortet, eine Möglichkeit hat, dann auch was extra mit anzugeben. Also nicht bloß die E-Mail zu schreiben, einen Lebenslauf mit dran zu schicken, sondern eine extra Textabfrage, die noch damit ja, abgefragt werden soll. Einfach weitere Informationen, die Sie wissen wollen von den Bewerbern. Jetzt mal als Beispiel Berufserfahrung. Speichern wir hier. Achso, ich habe es noch nicht platziert. Ich platziere es jetzt mal auf diesem kleinen Terminal. Und gucken uns das nochmal an. Dann geht eben hier diese Abfrage auf mit der Beschreibung, die wir vorher eingegeben haben, mit dem separaten Textfeld für die Antwort. Dann kann ich hier Dateien reinziehen, zum Beispiel Lebenslauf anschreiben. Und dann kann ich, wenn ich fertig bin, ich nehme jetzt einfach irgendwie ein Dokument, was wir noch übrig hatten. Diese Stellenausschreibung ist natürlich jetzt eigentlich das Falsche, weil es natürlich die Ausschreibung ist. Dann kann ich jetzt hier auf Absenden klicken. Mache ich jetzt nicht, weil es eine Fantasie-E-Mail-Adresse war. Ich breche es jetzt wieder ab. Also auf diese Möglichkeit haben Sie auch die Chance, am Messestand Jobinteressenten anzusprechen oder Ausbildungsinteressenten. So, jetzt ist der Stand fertig gestaltet. Jetzt fehlen hier oben noch drei Reiter. Die restlichen, die hinteren beiden brauchen Sie sich erstmal nicht angucken. Die Kontaktinformationen sind noch wichtig. Hier geben Sie alles an, was man braucht, um Sie zu erreichen. Also Firma, Muster, Straße, Postleitzahl, Stadt, und so weiter und so fort, Kontakt-E-Mail,
Telefon und so weiter. Sie müssen nicht alles ausfüllen, aber Sie können alles ausfüllen. Wir speichern es einmal und gucken uns das nochmal an, wie es dann aussieht. Da ist der ganze Stand und jetzt ist nämlich als Neues hinzugekommen hier unten dieses Kontaktsymbol. Wenn also die Kontaktinformationen ausgefüllt sind, dann kommt hier unten die Möglichkeit drauf zu klicken und ein Kontaktformular aufzurufen. Und dann können Sie mit dem Aussteller direkt Kontakt aufnehmen, beziehungsweise Ihre Besucher können mit Ihnen direkt Kontakt aufnehmen. Das heißt, auch in der Zeit, wo Ihr Stand nicht besetzt ist, wo Sie also keinen Mitarbeiter oder keine Mitarbeiterin haben, die im Chat aufpasst, ob da Besucher am Stand sind, besteht die Möglichkeit, Sie auf diesem Wege zu erreichen und gleich eine Anfrage loszuwerden. So, und damit sind Sie schon fertig mit dem Stand. Natürlich können Sie jetzt noch beliebig das fein gestalten, die Grafik nochmal ändern, das kommt in einem separaten Video, Chat-Tool einbinden, das kommt auch nochmal separat. Aber vom Prinzip her ist der Stand jetzt einsatzbereit. Ich denke, jetzt wird jeder gesehen haben, dass es nicht allzu lange dauert und nicht allzu kompliziert ist und auch mit rudimentären IT-Kenntnissen doch gut zu bewältigen ist. Wenn nicht, immer an uns wenden. Wir helfen gerne und sorgen dafür, dass jeder Aussteller und jede Ausstellerin sich auf dieser Messe ordentlich repräsentieren kann. Und als besondere Möglichkeit gibt es immer alle 2 Wochen das Impulsfrühstück zu diesem Thema, wo ich persönlich Ausstellerinnen und Ausstellern, die Fragen haben, dabei helfe, alles so hinzubekommen, wie sie es gerne haben möchten. Vielen Dank und bis bald.